So, dann ein herzliches Willkommen von mir an die Zuschauer da draußen, an die Teilnehmer, die heute hier mit uns zusammen in der Online-Podiumsdiskussion sind. Und natürlich ein ganz herzliches Extra-Willkommen an unsere drei Kandidierenden heute Abend. Wir haben drei Kandidaten eingeladen, die jetzt für den Bundestag kandidieren. Da ist zum einen der Johannes Lechner, der ist schon seit zwei Legislaturperioden im Bundestag, hatte also schon Erfahrung als Abgeordneter und tritt jetzt wieder an. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dann haben wir den Alexander Kautz, der tritt für die Linkspartei an, glaube ich auch schon, die zweite Legislatur, dass Sie kandidieren für den Bundestag. Da wird schon der Kopf geschüttelt, Sie gleich eine Ich Richtigstellung. vertrete unsere Kandidatin heute Abend, aber das sage ich gleich. Ach so ist es. Oh, Entschuldigung. Da Nun kein war Problem. ich nicht. Super. Ich Trotzdem möchte es toll, nur dass wir richtig stellen. super, dass wir einen Vertreter von der Linkspartei hier dabei haben. Und Ja. dann haben wir noch die Frau Heike Dorow. Sie kandidiert von den Grünen. Ah, jetzt sind Sie auch im Bild. Also, vielen Dank, dass Sie relativ kurzfristig heute alle hier Abend zugesagt haben und mit uns über die Demokratie diskutieren möchten. Ganz kurz noch zu mir. Ich bin die Landesgeschäftsführerin vom Verein Mehr Demokratie in Baden-Württemberg. Das passt natürlich auch perfekt, weil wir uns heute hier in Baden-Württemberg befinden, alle rein örtlich und natürlich auch ein bisschen mental. Das hat sich gerade schon im Vorgespräch angedeutet, denn hier in Baden-Württemberg sind wir auch wirklich ein Land, das Bürgerbeteiligung und Demokratieentwicklung groß schreiben möchte und auch groß geschrieben hat in den letzten Jahren. Und das ist natürlich jetzt die Hoffnung, dass wir auch auf Bundesebene in Zukunft eine Demokratie haben, die sich vielleicht öffnet, mehr öffnet für die Bürgerinnen und Bürger und ihnen auch zugesteht, sich zu beteiligen und beizutragen und auch Verantwortung mitzutragen. Und in einer ersten Einstiegsfragerunde möchte ich ganz gerne von Ihnen allen wissen, Sie sind natürlich alle politisch sehr aktive Menschen. Was ist denn Ihrer Meinung nach momentan, was sind die großen Herausforderungen für unsere Demokratie? Und vielleicht ein Erlebnis oder auch eine Sache noch erzählen, damit wir eben nicht nur über die Probleme reden, also auch ein Highlight vielleicht erzählen. Jetzt, Herr Fechner, vielleicht aus Ihrer parlamentarischen Arbeit, dass Ihnen aufgefallen ist und dass Ihnen Hoffnung gegeben hat, dass wir diese Herausforderungen auch angehen und positiv angehen werden, die gerade vor uns stehen. Genau. Und Herr Fechner, vielleicht machen Sie den Anfang. Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie das organisieren, denn ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, wie wir mehr demokratische Legitimation und mehr Bürgerbeteiligung schaffen können in Deutschland, gerade weil wir so enorm große Herausforderungen haben, ob das Bekämpfung Klimawandel ist oder viele andere Themen. Und das in einer Zeit, wo die Gesellschaft wirklich sehr, sehr polarisiert ist, insbesondere auch durch neue Medien und die sozialen Netzwerke. Insofern habe ich immer die Bürgerräte unterstützt, fand es großartig, habe mich auch sehr gefreut, dass aus unserem Wahlkreis, aus Friesenheim, einige Bürgerräte ausgewählt wurden. Offensichtlich ist Friesenheim besonders klug oder besonders diskussionsfreudig, dass ihr da in die Auswahl gekommen seid. Also da hatten wir einen engen Austausch und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Also das, glaube ich, ist die Herausforderung ganz im Ernst, wie wir an diesen ganzen schwierigen Entscheidungen, die vor uns stehen, die Bürger besser beteiligen. Da haben auch wir Politiker übrigens auch ein Interesse dran, weil wir dann mehr Legitimation haben und auch mehr Möglichkeiten haben, dass Entscheidungen akzeptiert werden. Und wenn Sie mich ansprechen auf ein Beispiel der Demokratieerfahrung, da vielleicht aus dem letzten Wahlkampf, da stand ich mal im wahrsten Sinne des Wortes in Regen im Lahr auf dem Sonnenplatz und habe also Wahl gekämpft und keiner wollte das Ticket, ein nicht Ticket, den Flyer nehmen. Und viele haben mich auch ja, schon attackiert. Und dann kam ein Herr, ein Flüchtling. Und er hat gesagt, er findet es großartig, dass ich hier stehe. Er würde ganz viel dafür geben, wenn er in seinem Heimatland abstimmen dürfte. Und sowas gibt einem dann einen Kick, wenn man da Zuspruch erfährt und merkt, es gibt Demokraten, die einen da auch wirklich unterstützen und ein Interesse daran haben, ihre Meinung einzubringen. Super, das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel und das zeigt uns auch, ne, dass wir immer
bei all der Kritik, die wir auch haben, auch die Wertschätzung nicht vergessen dürfen für die Demokratie, die wir tatsächlich hier genießen dürfen. Aber vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn Ihrer Analyse oder Empfindung nach wirklich die große Herausforderung, vor der wir als Demokratie und als Gesellschaft gerade stehen? Dass nicht Bürger abdriften von unserem demokratischen System und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Gefahr sehe ich, insbesondere weil wir viel Fake News, viel Desinformation im Netz haben. Vielleicht auch, weil Politik nicht präzise genug kommuniziert hat zu wichtigen Entscheidungen. Vielleicht auch, weil in den letzten 4 Jahren nur Schritte in die richtige Richtung gegangen wurden, anstatt große, weitreichende Politikentwürfe, wie es etwa der Klimawandel oder die Pflege erfordert hätten. Also alle Bürger mitzunehmen und einzubeziehen, gerade bei den großen Herausforderungen, wo wir stehen, das sehe ich als ganz große Hausaufgabe für uns Abgeordnete an in der nächsten Wahlperiode. Danke. Schön, dann reden wir heute genau an der richtigen Stelle über das richtige Thema. Super, dann würde ich das Wort, weil auch der Herr Kautz, da ist er wieder, aber egal, ich würde das Wort jetzt gerne an die Heike Dorow geben und auch nochmal nach Ihren Erfahrungen, was die Herausforderungen anbetrifft, fragen und natürlich auch nach einem Highlight oder einem Erlebnis, was Ihnen Hoffnung gegeben hat, dass wir auf diese Herausforderungen gut reagieren werden. Also die größte Herausforderung ist wirklich, wir leben in einer wahnsinnig schnell veränderten Zeit. Und jetzt, es ist Klimawandel, das ist Digitalisierung, das ist der demografische Wandel. Und also ich bin schon etwas älter, ich habe noch ein VC20 in Erinnerung und eine Datasette. Dinge, die gar nicht mehr vorstellbar sein. Und auch Schule, die ganzen Systeme ändern sich, Arbeitswelt ändert sich. Diese Verlässlichkeit, wenn ich irgendwo anfange, eine Arbeit, dann ist mein Leben gesichert, ist so nicht mehr erfahrbar. Und auch wirklich in der Komplexität der Welt ist vieles nicht mehr nachvollziehbar für viele Bürger und da schwindet Vertrauen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich wieder zu sagen, dieser Staat, dieser demokratische Rechtsstaat, so wie er ist, versucht gemeinsam Lösungen zu entwickeln und zwar für alle Bürger und ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, keiner nimmt mich wahr. Das ist, also ich arbeite beruflich in der Beratung und das ist immer so das Gefühl, keiner hört mir zu. Und das lässt anständige Leute in beide Richtungen wegdriften und dann kommen Einstellungen auf einem zu und dann mache ich den Cut in meinem Berufsjob und sage jetzt, wo tut es denn wirklich weh? Aber das ist so das, was mir Angst macht, dass gerade Leute, wo ich denke, im Himmels Wille, wie kommst du jetzt auf so Aussagen? Mhm. Und dass man das, also das ist das mit diesem veränderten Zeit, mit dem ganz großen Kino, was wir organisieren müssen und ich glaube, was wir auch können. Also ich glaube nicht, dass, und das Vertrauen ist, wir werden nicht gesehen, wir kriegen das eh nicht hin. Das ist so die Unruhe, die Angst, die herrscht. Und man vergisst so schnell, was Deutschland, was Menschheit alles schon geschafft und erreicht hat. Also wir sehen ganz in den Nachrichten immer die negativen Dinge und sehen nicht, was funktioniert hat, wo wir eigentlich angekommen sind. Mhm. Und das müssen wir wieder zusammenbringen. Und jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt politisch ist, aber meine positive Erfahrung des Tages war, ich bin in Beratungstätigkeit, ich habe eine Klientin, die hat wirklich ganz, ganz wenig Geld, die jongliert pflegebedürftig, immer so am Rand ihrer Existenz rum. Und sie hat mich angerufen, Achtung, ich habe Kindersachen, ich habe das und das, wie kriege ich das organisiert, dass es zu den Flutopfern kommt. Mhm. Sie selbst war plötzlich ganz unwichtig und hey, geben Sie mir einen Tipp, Frau Toro, wen muss ich ansprechen, damit das auch richtig ankommt, dass die Leute versorgt werden. Also wir sind auch fähig, einander zu sehen. Und ich denke, das erleben wir und das ist mein positiver Input für den Tag und das ist mir heute Morgen, war ein langes Gespräch von einer Stunde während der Arbeit passiert. Ja, vielen Dank. Nach genau solchen Erlebnissen fragen wir gerade genau, weil das eben zeigt, dass Solidarität da ist und dass wir deswegen Hoffnung haben können. Genau, also vielen Dank für diesen kleinen Eindruck. Dann gehen wir jetzt weiter zum Alexander Kautz. Bitte nochmal kurz richtigstellen, genau wie das ist, wen Sie vertreten. Es tut mir leid, wir haben gerade sehr, sehr viel um die Ohren, deswegen sind wir noch nicht ganz so vorbereitet optimal, wie es sein sollte. Also Herr Kautz, stellen Sie das richtig, noch richtig und dann bitte auch gerne aus Ihrer Erfahrung, was sind die Herausforderungen und gerne auch eine hoffnungsmachende kleine Geschichte.
Ja, vielen Dank, Frau Händel. Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Es ist richtig, ich vertrete unsere Bundestagskandidatin, die Imke Pirch, heute Abend, da sie schon länger einen Termin zugesagt hat in einem Bereich. Sie arbeitet als in dem Gesundheitsbereich und dann hat sie mich gebeten, ob ich das machen kann. Die Erfahrung, Bürgerräte, direkte Erfahrung habe ich bis heute nicht. Darf ich Sie kurz stoppen? Wir reden noch gar nicht über die Bürgerräte. Eigentlich so richtig, so ein bisschen allgemein. Ja, ich wollte jetzt gerade auf die Demokratie kommen. Ich engagiere mich seit über 40 Jahren und ich nehme in den letzten Jahren einfach wahr, dass die Stimmung enger wird. Ich sage es mal auf diese Art und Weise. Die Stimmung wird enger. Die Leute reagieren zunehmend auf Politikerinnen aus Parteien eher allergisch. Und meine persönliche Erfahrung als Mensch, der von der kommunalen Ebene bis nach Berlin zum Teil aktiv sein kann, muss ich auch sagen, das Raumschiff Berlin hat auch aus meiner Sicht oft den Draht nach unten einfach verloren. Und das ist die große Herausforderung an die Politik, die Menschen wieder ernster zu nehmen und ihnen zuzuhören und sie auch zu beteiligen. Und letzter Satz dazu, wenn ich mir die Lobbyorganisationen in Berlin anschaue, die wirken und Einfluss nehmen, da muss ich sagen, die Bürgerinnen haben noch zu wenig Einfluss. Und aus diesem Grunde finde ich so Veranstaltungen wie heute Abend sehr gut. Und die Parteien sind gefordert, die Demokratie mit einem ordentlichen Relaunch zu versehen. Danke, Herr Kautz. Okay, dann würden wir jetzt noch einen kleinen Einschub haben, weil bevor wir jetzt über einen möglichen Lösungsweg sprechen, weil, genau, es wurde ja jetzt schon gesagt, Vertrauenskrise, zuhören, den Bürgern auf jeden Fall ein Mitspracherecht einräumen. Also all das sind ja Anforderungen, die könnten mit einem sogenannten Bürgerrat oder mit dem Instrument Bürgerrat angegangen werden. Es könnte eine Basis legen, um das zu erreichen. Und deswegen sind Bürgerräte ja gerade viel im Gespräch. Es ist auch schönerweise so, dass fast alle Parteien Bürgerräte im Wahlprogramm aufgenommen haben und gesagt haben, dass sie sich dafür aussprechen. Alle Parteien außer die CDU. Schönerweise haben wir aber gestern in einer Veranstaltung von Herrn Schäuble gehört, dass nur weil es nicht drinsteht, das nicht heißen würde, dass die CDU das nicht trotzdem mittragen würde. Das war erstmal für uns eine schöne Nachricht. Genau, nochmal ganz kurz auch für die Zuhörenden. Bürgerräte sind Räte, wo zufällig ausgewählte Menschen zusammenkommen, dann mit Hilfe von Experteninput Fragen bearbeiten und dann eine Empfehlung an die Politiker und Politiker aussprechen, wie in einer bestimmten Sachfrage weiter vorzugehen wäre. Und das haben wir jetzt als Mehr Demokratie, der Verein, haben das jetzt zweimal gemacht auf Bundesebene. Und schönerweise konnten wir heute zwei Teilnehmende gewinnen, die Urte Stahl und der Herr Viktor Leichler. Die sind beide aus dem Nachbarwahlkreis von La Emmendingen und deswegen passt das besonders eben lokale Nähe. Die sind sogar aus dem aktuellen Wahlkreis. Entschuldigung. Und die sind heute Abend hier, haben sich zugeschaltet und es wäre einfach ganz toll, wenn ihr beide, herzlich willkommen an euch, kurz mal berichten könnte, wie sich das für euch angefühlt hat, Teilnehmende eines Bürgerrats zu sein, was das vielleicht für euch verändert hat, euer Blick auf Politik, auf Gesellschaft und vielleicht auch, welches Thema ihr da bearbeitet habt und vielleicht ganz kurz auch, was da rauskam. Also lade ich euch jetzt herzlich ein. Einer von euch kann anfangen, wer immer möchte. Fangen wir an. Also Viktor aus Friesenheim, wir sind Teil vom Wahlkreis, also Friesenheim ist Teil von La Emmendingen und ja, und ich war am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen, als ich die Einladung bekommen habe zum Bürgerrat, weil ich das davor noch gar nicht kannte. Und zwar haben wir eine Einladung bekommen, da war ein Schreiben vom Herrn Schäuble dabei, das hat mich auch so ein bisschen komisch gestimmt. Und da habe ich aber erstmal im Internet geschaut, ob das sein kann und habe noch einen Anruf getätigt bei Mehr Demokratie, ob die Einladung dann wirklich stimmt. Und dann war ich so halb überzeugt davon, dass es sein könnte und war ich immer noch skeptisch nach Leipzig gefahren. Aber dann war ich sehr überrascht, also sehr positiv überrascht, wie der Bürgerrat ablief.
Organisation war sehr gut und wir haben sehr gut mit den anderen Bürgern diskutiert, alle auf Augenhöhe, wurden von den Experten objektiv aufgeklärt und informiert und konnten uns dann in den kleinen Gruppen gut unterhalten. Und ich fand zum Beispiel eine Tischregel ganz gut, dass jeder erstmal zum zweiten Mal was sagen konnte, wenn jeder andere Teilnehmer schon mal was gesagt hat. Das heißt, es waren nicht nur die üblichen verdächtigen Lauten, die dann immer eine Meinung lautstark vertreten haben, sondern jeder kam zu Wort und jeder Bürger hat eine Stimme gehabt. Und seitdem davor war ich so ein bisschen Politik verdrossen. Also ich habe mich zwar ein bisschen informiert, aber ich dachte, meine Stimme zählt eh nicht sozusagen. Keiner hört mir zu und so weiter. Aber da habe ich mich erst wirklich ernst genommen gefühlt und da haben wir dann gute Empfehlungen ausgearbeitet. Und ich hoffe, dass viele davon umgesetzt werden. Einige wurden schon umgesetzt, also mit dem Bürgerrat ging es jetzt weiter und ich hoffe, dass es dann noch im Gesetz oder in der Geschäftsordnung oder in der Verfassungsänderung, da kann uns der Herr Fechner als Rechtsexperte dann wahrscheinlich noch was zu sagen, wie man das am besten dann in den Bundestag mit einbindet, dass man mehr Bürgerräte auf Bundesebene durchführt in Zukunft. Danke. Ute Stahl, möchtest du auch noch was? Einen Eindruck geben? Ja, sehr gerne. Unser Thema war ja Demokratie. Wir haben die Frage aus dem Koalitionsvertrag behandelt, ob Elemente der Bürgerbeteiligung es geben soll, haben uns damit also intensiv auseinandergesetzt. Und tatsächlich hat mir allein, dass es dieses Instrument Bürgerrat gibt, hat mir das schon sehr viel Hoffnung wieder gegeben. Auch bei mir war Politikverdrossenheit im Anflug, wegen Intransparenz, wegen großem Lobbyismus, wegen der Ferne, der Ferne von politischen Entscheidungen, von der Realität mancher Menschen. Und das Erlebnis des Bürgerrats hat mich dann nochmal bestätigt, weil ich weiß auch nicht, wie es besser gehen soll als so. Ja? Wir sind jedes Mal mehrfach am Tag informiert worden zu dem Thema. Das heißt, also der Einstieg ist wirklich sehr niederschwellig, sodass wirklich jeder teilnehmen kann. Und wir haben das auch so erlebt, dass die Repräsentativität sehr hoch ist. Es gab demokratische Kriterien, nach denen wurden dann auch diejenigen, die zugesagt haben, ausgewählt. Und es gab eben wirklich von der 16-jährigen Schülerin bis zum 80-jährigen Rentner war alles dabei. Und diese Repräsentativität sollte der Bundestag erstmal bringen. Also, und da waren auch durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Also das hängt natürlich auch ein bisschen vom Thema ab. Das wird je nach Thema auch unterschiedlich kontrovers diskutiert werden. Aber das Schöne ist, dass man sich wirklich dort im Dialog mit den Meinungen von Andersdenkenden oder von Leuten mit einer ganz anderen Lebenswirklichkeit auseinandersetzen muss und das in moderiertem Rahmen geschieht. Und das ist wirklich eine ganz seltene Gelegenheit, um mal die eigene Perspektive zu überdenken. Und es ist tatsächlich durchaus auch vorgekommen, dass Leute ihre Meinung geändert haben. Und das unter großem Respekt. Und ich glaube, das zeichnet dieses Instrument wirklich aus. Okay, vielen Dank für eure Eindrücke. Urs Stahl hat es gesagt, im letzten Koalitionsvertrag stand eigentlich, dass Elemente der Bürgerbeteiligung geprüft werden. Jetzt ist letzte Legislatur rein gar nichts passiert, was die Demokratieentwicklung angeht. Zumindest keine größeren Erneuerungen. Jetzt ist die Frage, womit können wir in der nächsten Legislatur rechnen? Werden wir Bürgerräte bekommen? Was ist da Ihre Haltung dazu? Und vielleicht fangen wir mit der Heike Dorof an. Also ich glaube, die Ansicht ist klar. Ich glaube, da sind wir hier auch die drei Kandidaten Konsens. Es braucht Bürgerräte und Rätinnen. Und dadurch kriegen wir auch eine Vielfalt abgebildet, ohne... Also egal, ob jetzt Berlin weit weg ist, das ist Gefühl von Bürgern oder auch nicht, eine Vielfalt in dem Konsens abzudecken und eine Lösung zu finden. Also ich kenne viele Leute, aber nicht. Also wir leben alle in unseren Settings. Also ich denke, wir kriegen eine Qualität an Meinungsbildung durch die Bürgerräte hin. Das ist auf jeden Fall, steht nicht zu Unrecht in unserem Programm, dass das ein wichtiger Faktor ist, um auch einen Blick auf die Meinungsbildung zu bekommen. Und das ist ja auch ein Dominoeffekt. Also der Bürgerrat, der teilnimmt, ist ja nicht eine Einzelperson, sondern
der erlebt Demokratie nochmal anders und dann kann in seinem Setting das nochmal kommunizieren. Und deswegen ist es kostbar, wertvoll und wichtig ist, zumindest ein gutes Abbild. Also Zufall, ja, eben diese Kombination hinzukriegen, dass dieses Abbild auch wirklich passt. Das ist das Allerwichtigste und ansonsten ist es ein kostbares Instrument. Und ich denke, da sind wir uns, denke ich, auch alle einig. Vielleicht kurze Rückfrage dazu. Ist das denn so, genau, weil ich meine, die Grünen rechnen natürlich damit, dass sie Teil der neuen Regierung sein werden. Und dann ist man natürlich in einer Position, wo man gestalten kann. Ja, wenn man Teil der Regierung ist, der Bundesregierung, hat man natürlich Gestaltungsmacht. Wird denn dann es noch für euch auch so wichtig sein, dass trotzdem die Bürgerinnen und Bürger auch beteiligt sind? Weil wir leider öfter schon die Erfahrung gemacht haben, dass es ja, dass bei dem Bereich Beteiligung viel versprochen wird, aber es ist am Ende eben doch eine Machtfrage. Ja? Ich meine, es kommt jetzt auch teilweise so schön daher, ja, lass doch mal die Bürger mitsprechen. Aber wir wollen ja auch, dass diese Beteiligung etwas bewirkt. Und immer wenn sie etwas bewirkt, bedeutet sie tatsächlich auch ein Stück weit Macht abgeben. Und ja, Frau Dürruf, glauben Sie, dass die Grünen das dann auch wirklich so durchziehen und sagen, doch, die Bürger müssen ein Stück Macht bekommen und das sind wir auch bereit zu teilen? Ich glaube, wir verlieren nicht Macht, sondern wir gewinnen Kompetenz. Und ich glaube, im Himmels Willen, wer kann schon alles wissen? Also keiner von uns hier. Und ich glaube, wer das meint, ist illusionär. Wir gewinnen eine andere Perspektive und Kompetenz, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das ist die Qualität. Und dann kommen wir zu besseren Entscheidungen. Zur Politik gehört immer nach den Möglichkeiten, der Ressourcen, der Informationen, Entscheidungen zu treffen. Und hinterher weiß man es dann vielleicht besser. Und ich denke, so kriegen wir neuen Input vom Blick von der Gesellschaft, den wir so in unserem Parteisystem haben. Wir haben sicher breitere Netzwerk, aber also es wäre ich werde eine Kanzlerin, ja, um Himmels Willen, aber ich glaube, das ist für die Grünen ein wichtiges Thema. Und ich denke eigentlich, wenn die CDU jetzt auch noch mitmachen will, eigentlich könnte man ja schon unterschreiben, ja. Wenn, ja, also man kann, also insoweit lächle ich dabei, habe ich vorhin schon gelächelt, die anderen Kolleginnen, Kollegen und Kolleginnen auch, also ist insoweit, also ich glaube, das ist für uns ein Herzensthema und ich nehme das auch wirklich ernst und also zumindest mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die ich jetzt aus der südlichen Südbaden kenne, war das immer ein ernstes Thema, also für die kann ich sprechen, die kenne ich persönlich. Und ich denke, das ist tatsächlich wirklich ernst und das würde ich jetzt auch keinem absprechen. Weil wir gewinnen, wir verlieren nicht. Schön. Wir gewinnen Kompetenzen für bessere Entscheidungen. Ja, vielen Dank. Okay, dann würde ich an den Alexander Kautz weitergeben. Welchen Stellenwert hätte diese Art von Beteiligung für die Linkspartei? Oder wären es für die Linkspartei vielleicht auch andere Arten von Beteiligung, die da höher gewichtet werden würden als Bürgerräte? Ich fange mal damit an, der Stellenwert eines Bürgerrates oder von Bürgerräten ist natürlich nicht hoch genug einzuschätzen, weil auch aus meiner Sicht da informelle Kompetenz von Menschen zusammenkommt, die der einzelne Abgeordnete in seinem Alltag gar nicht haben kann. Von daher ist es enorm wichtig, wenn da ergänzende Dinge mit in Entscheidungsfindungen einfließen. Ich sehe allerdings, und ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, die Gefahr, dass so Empfehlungen, wie Bürgerräte aussprechen können, doch drohen, in der Schublade zu verschwinden und eben nicht öffentlich, wie ich es mir wünschen würde, im Bundestag oder auch in anderen Gremien, das fängt vom Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag, Landtag, durch alle Ebenen. Diese Dinge müssen dann öffentlich auch von den Politikerinnen weiter diskutiert werden. Und Sie haben noch gefragt, ob die Linke, natürlich hat die Linke weitergehende Vorstellungen direkter Demokratie. Ich nenne nur mal das Stichwort Volksabstimmung als übergeordnetes Instrument. Das ist aber eine Sache, da müssen wir hinarbeiten. Die Linke hat schon mal einen Gesetzentwurf 2017 eingebracht zu diesem Thema. Da kann man sicherlich auch noch Dinge verbessern.
Und ich wünsche mir natürlich auch Partner, politische Partner, mit denen das gemeinsam durchzuführen ist, weil wir sind ja jetzt mal noch lange nicht die Regierungspartei, die das umsetzen könnte. Vielen Dank, Herr Kautz. Ja, da wurde jetzt gleich schon eine sehr, sehr relevante Frage angesprochen, ne? Nämlich natürlich der Umgang mit den Ergebnissen von solchen Bürgerräten. Herr Fechner, jetzt, Sie waren schon im Bundestag, 2 Legislaturperioden. Wie schätzen Sie das ein, diese Chance? Ist das wirklich jetzt ein Möglichkeitsfenster, dass wir tatsächlich hier schnell Fortschritte sehen und auch wirklich es jetzt nicht so ist wie beim letzten Mal, dass erst gesagt wird, da muss irgendeine Gruppe einberufen werden, sondern besteht die Chance, dass wir Bürgerräte auch tatsächlich relativ schnell nach der Wahl umsetzen können und sie anwenden können? Und wie stellen wir dann auch sicher, dass die Ergebnisse tatsächlich Wirkmacht entfalten? Aber wir hören Sie noch nicht, Herr Fechner. Ich bin schon wieder draußen aus dieser Phase der Videokonferenz. Darf ich kurz vorab fragen, hatten Sie die Kollegen von der FDP und der Union und AfD nicht eingeladen oder haben die einfach abgesagt und keinen Vertreter geschickt? Nee, wir haben tatsächlich, wir haben uns für eine kleinere Runde entschieden, weil wir ein bisschen mehr in die tiefere Diskussion gehen wollten und haben deswegen immer nur 3 Kandidaten eingeladen. Aber in anderen Wahlkreisen sind natürlich auch Vertreter der FDP und der CDU mit dabei. Ja. Okay, dann habe ich das verstanden. Also es ist in der Tat so, Bürgerräte finden mittlerweile alle super und toll, weil die Bürgerräte, die stattgefunden haben, einfach sehr gut waren. Also das muss man so sagen, das waren gute Ergebnisse. Aber das Entscheidende ist, welche Kompetenzen soll denn ein solcher Bürgerrat dann haben? Und da gibt es sicherlich jetzt bei uns 3 hier keine großen Unterschiede. Ich glaube, wir sind, oder ich will nur für die SPD sprechen, in der Tradition von Willy Brandt mehr Demokratie wagen, sehe ich 3 Aspekte. Wir brauchen eine Volksabstimmung. Muss nicht so niedrigschwellig sein wie in der Schweiz, ja, dass man gefühlt jeden Sonntag 10 Abstimmungen hat, das jetzt nicht. Aber so wesentliche Grundfragen, finde ich, da kann man das Vertrauen zu den Bürgern haben, dass sie vernünftig abstimmen. Das haben wir, also mehr Volksabstimmung. Ich würde das Wahlrecht ausweiten. Wir haben es behinderten, betreuten Menschen jetzt ermöglicht. Wir hätten es auch den, wenn es nach mir gehen, sollten es auch 16-Jährigen ermöglichen. Ich fand es ein bisschen schade, dass im Landtag vor 2 Wochen es da keine Mehrheit gab, dass Grün-Schwarz gegengestimmt. Also das könnte ich mir auf Bundesebene vorstellen, dass man das Wahlalter auf 16 abstellt. Und Bürgerräte selbstverständlich, aber das wird Ihnen jeder sagen jetzt im Wahlkampf. Deswegen stellen Sie die richtige Frage, was sollen die denn dann genau dürfen? Ich finde, da gehört zum ersten Mal dazu, dass wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen wird, um es zu betreuen. Denn es bringt nichts, wenn man sich da trifft, 100 Leute oder 1000 Leute in einer Halle, Kaffee, Kuchen und dann fährt man heim und dann war es das. Sondern das muss wirklich gut vorbereitet sein. Vielleicht war das der letzte Bürgerrat mit dem Thema, was soll Deutschland, Deutschlands Rolle in der Welt, auch ein Tick zu allgemein. Vielleicht hätte man das ein bisschen präzisieren müssen, aber man sammelte Erfahrungen. Und vor allem muss ganz klar in gesetzlich geregelt sein, was der Bürgerrat für Kompetenz hat. Also, dass man dann nur einen Bericht übergibt, dem Herrn Schäuble, schönes Foto in die Zeitung und Appelle, das ist zu wenig. Sondern es muss ganz klar geregelt sein, dass sie ein Vortragsrecht haben im Bundestag, dass sie dort auftreten dürfen. Mit Reden, dass sie im Ausschuss sprechen dürfen dazu, dass es eine Verpflichtung gibt für Bundesregierung und Bundestag, sich mit dem Anliegen auseinanderzusetzen und dann auch zu reagieren und dann vor allem auch zu dokumentieren. Was ist denn passiert? Welches Gesetz ist erlassen worden? Was hat sich da wiedergespiegelt? Das ist ein gewisser Aufwand. Da muss man Personal für einstellen. Das kostet Geld. Aber wenn man das ernst nimmt, dann muss man es machen. Ich finde, das lohnt sich. Zum einen, weil es mehr Beteiligung, mehr Partizipation bedeutet, aber ganz einfach auch, weil es Verfahren beschleunigen kann, wenn die Bürger einbezogen werden. Stuttgart 21, die Volksabstimmung, hat dazu geführt, dass die Sache entschieden war. Ja, also wir müssen die Diskussion nicht mehr aufmachen oder wir brauchen gar nicht nach Irland gehen. Schauen wir doch zu uns die Rheintalbahn, der Projektbeirat. Die Arbeit dort der Bürgerinitiativen, die dort die Bürgermeinung mit eingebracht haben, das war so wertvoll. Das hat uns viele Jahre an Prozessen und an weiteren Diskussionen gespart, wegen dieser engagierten Arbeit von Bürgern. Also das wollte ich auch noch sagen, das ist ein ganz großer Vorteil, auch Verfahren zu moderieren und zu beschleunigen.
Super, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde doch gerne noch mal hören, was Sie aber auf ein Argument sagen, was wir öfter so von Abgeordneten hören, dass so ein bisschen die Angst aufkommt, dass Bürgerräte dann ein neues Ersatzparlament werden und praktisch die Parlamente ersetzen. Haben Sie das Gefühl, das könnte so eine Angst sein, die am Ende verhindern könnte, dass Bürgerräte kommt? Oder ist das was, mit dem wir proaktiv umgehen können und den Abgeordneten auch versichern können, dass das nichts mit Ersatzparlament zu tun hat, sondern wirklich eine völlig neue Art von Ergänzung sein soll, die die Arbeit der Abgeordneten überhaupt kein Stück irrelevanter macht? Ich glaube, da rennen Sie bei uns drei offene Türen ein. Bei uns, oder ich kann jetzt nur für die SPD sprechen, da haben wir diese Bedenken nicht. Es gab sicherlich Nachfragen, wie setzt sich der denn zusammen? Wie wird denn verhindert, dass jetzt, einer hat gesagt, da könnten ja nur Rechtsradikale dann, wenn es los dumm läuft, auflaufen und die machen dann Stimmung gegen Flüchtlinge und Ausländer. Aber das Verfahren ist ja so ausgereift. Das ist ja wirklich ein Querschnitt. Und deswegen sind solche Bedenken, kann ich für meine Fraktion, meine Partei sagen, ausgeräumt. Dafür waren die beiden Bürgerräte, die es gab, einfach zu gut. Okay, schön. Dann würde ich jetzt noch gerne, bevor wir dann auch ziemlich bald die Diskussion öffnen für die Zuhörenden, gerne noch eine Umfrage vorstellen, die wir gemacht haben. Weil wir dachten, es wäre doch auch schön zu wissen, was sagen eigentlich die normalen Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema? Soll es Bürgerräte geben auf Bundesebene? Und dazu haben wir eine Umfrage gestartet. Es ist eine bundesweite Umfrage, aber die Ergebnisse sind praktisch repräsentativ auch für die einzelnen Wahlkreise. Und deswegen möchte ich jetzt kurz vorstellen, was die Menschen hier in diesem Wahlkreis Emmendingen-Lahr gesagt haben. Und zu den folgenden vier Fragen. Mach mal bitte eine Folie weiter. Die erste Frage war die ganz generelle Frage, sollen auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden? Und da hat eine schöne Mehrheit von 56% Ja dazu gesagt. Unentschieden waren allerdings 12%, wo man auch ein bisschen merkt, ja, dass das Instrument noch nicht so bekannt ist, also sicher auch einige Menschen vielleicht noch nicht so richtig einen Begriff davon hatten, was das überhaupt sein sollte. Aber trotzdem gab es schon eine sehr weit überwiegende Mehrheit gegenüber den 31 Nein-Stimmen. Die nächste Frage war, sollen auch die Bürgerinnen einen losbasierten Bürgerrat von unten anstoßen können? Also identisch oder parallel zu diesem Verfahren der Volksabstimmung, wo man eben auch Unterschriften sammeln muss, um zu zeigen, genug Menschen finden ein Thema wichtig und relevant und sollen also auch mit einer Unterschriftensammlung die Bürger selber einen Bürgerrat anstoßen können. Und da haben auch immer noch 48% gesagt, ja, dieses Recht soll es geben. Es waren aber 35% auch dagegen. Die dritte Frage war, sollen Ihrer Meinung nach Bürgerräte vorbereitet in der Vorbereitung für Volksentscheide benutzt werden. Ja, das wäre ja eine Perspektive, die man auch machen könnte. Wenn es Volksentscheide gäbe auf Bundesebene in Deutschland, könnte man sagen, warum macht man nicht zuvor einen Bürgerrat zu derselben Frage und lässt praktisch die Bürgerschaft diese Frage schon mal bearbeiten und veröffentlicht dann auch, was diese Zufallsbürger gesagt haben, als praktisch als zusätzliche Hilfe im Meinungsbildungsprozess für die Bevölkerung. Und dann sind aber trotzdem natürlich alle frei abzustimmen. Also das war eine Idee und da haben 50%, einmal noch zurück, da haben 50% auch zugestimmt und auch eine relativ hohe Zahl an Unentschlossenen, was natürlich auch daran liegt, dass das eine theoretische Frage ist, weil wir auch keine bundesweiten Volksentscheide momentan leider auf Bundesebene haben. Und die vierte Frage war dann auch, die nach den Volksentscheiden. Das fragen wir als Verein der Demokratie natürlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ab. Und zu auch unserer etwas leichten Überraschung ist tatsächlich die Zustimmung zu dem Instrument der direkten Demokratie gleich hochbleibend wie schon seit vielen, vielen Jahren. Nämlich 64%, also eine fast Zweidrittelmehrheit, wünscht sich das Recht auch direkt mitzuentscheiden auf Bundesebene. Und nur 29% haben sich explizit dagegen ausgesprochen. Genau, also das waren die vier Fragen, die wir die Bürgerinnen und Bürger gestellt haben. Und jetzt vielleicht noch eine ein bisschen kürzere Runde dazu. Vor allem vielleicht zu diesem Aspekt könnten Sie sich auch vorstellen, dass eben auch die Bürgerinnen und Bürger von unten Bürgerräte anstoßen können, was ja so ein bisschen vielleicht schwierig wird, weil eigentlich ja auch das Parlament wirklich sehr offen sein muss für den Prozess, damit es danach eben auch etwas bewirken kann. Aber halten Sie es trotzdem für sinnvoll, dieses Recht auch den Bürgerinnen und Bürgern zuzugestehen? Und vielleicht noch mal ein kleines bisschen, darauf wurde es schon eingegangen,
ob das eine sinnvolle Kombination ist, wirklich auch am Ende über die Ergebnisse von Bürgerräte eine direkte Abstimmung zu haben, weil man ja immer sehen muss, dieses hohe Niveau der Diskussion, das wir in kleinen im Bürgerrat haben, es ist ja immer die Aufgabe, wie tragen wir das auch nach außen in die Gesellschaft? Weil wir wollen natürlich, dass diese Fragen, die im Bürgerrat beantwortet werden, im Prinzip ja auch in der größeren Gesellschaft nachvollzogen und auch mitgedacht werden können. Und wie erreichen wir das in einem größeren Kontext? Herr Kautz, wollen Sie einsteigen? So, Mikrofon offen. Also Ihre Umfrage macht natürlich deutlich, wie wichtig die Diskussion über zu mehr Demokratie, Bürgerräte, Volksentscheide ist und dass wir da auch noch lange nicht am Ende der Diskussion sind. Die konkrete Frage Bürgerrätin von unten, ja warum denn nicht, wenn Menschen sich zusammenfinden und sagen, da ist ein wichtiges Thema und die entsprechende Unterstützung finden, größere Unterstützung, warum sollte das nicht möglich sein, dass von unten so ein Bürgerrat initiiert wird, weil dann kommt man ja auch in Dialog wieder mit den Parlamenten, mit den verschiedenen politischen Ebenen. Und letzte Frage, Abstimmung über ein Thema am Ende. Ja, gerne. Ich selbst habe die Möglichkeit, aufgrund meiner familiären Vergangenheit immer wieder an Volksabstimmungen teilzunehmen. Und da läuft vieles auch schräg und genügt auch eigentlich den Anforderungen nicht. Aber was ich begrüße, ist einfach der gesellschaftliche Diskurs, der da geführt wird. Es werden Themen in den Mittelpunkt gestellt, ob das nun eine Erhöhung der Unternehmenssteuern ist oder globale Verantwortung für Unternehmen. Da finden Debatten statt und das wünsche ich mir für die Bundesrepublik auch. Danke, Herr Kautz. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt, dass natürlich direkte Demokratie voraussetzungsvoll ist und wir uns als Gesellschaft natürlich dann auch Gedanken machen müssen, wie gestalten wir sie positiv? Ja, wie gestalten wir eine direkte demokratische Debatte so, dass sie nicht zu Spaltung führt, sondern eben dazu, dass wir über Inhalte sprechen? Herr Fechner, könnten Sie sich das vorstellen? Erstens, die Kombination haben Sie ja vorhin schon angedeutet und aber auch eben dieses Recht von unten durch die Bürgerschaft. Bürgerräte zu initiieren? Also das hielt ich auf jeden Fall für sinnvoll. Das kann man ja dann durchaus auch gliedern, dass es sowas in einer Gemeinde gibt oder zu den Landesthemen auf Landesebene, Bundesthemen auf Bundesebene. Das hielt ich für sinnvoll, insbesondere auch was die Themen angeht. Da sollten wir auf keinen Fall den Fehler machen, dass der Bundestag jetzt etwa vorgibt, mit welchem Thema sich der Bürgerrat zu beschäftigen hat. Das wäre ja dann ein Eigentor, sage ich mal, und würde relativ wenig bringen. Also deswegen würde ich da schon weitestgehende Freiheiten für die Auswahl der Themen, aber auch die Frage, ob es einen Bürgerrat haben wollen. Ich würde gewisse Grenzen setzen, die uns das Grundgesetz vorgibt, also jetzt sowohl eine Abstimmung oder auch einen Bürgerrat über die Einführung der Todesstrafe, um mal ein ganz extremes Beispiel zu nehmen. Sowas muss ausgeschlossen sein, das ist klar. Und weil im Chat auch die Frage gestellt wurde, ob Verkleinerung des Bundestages nicht ein Thema war, das würde ich für zu kleinteilig halten. Das ist eine Sache, da sind die Argumente ausgetauscht. Der Bundestag ist jetzt schon zu groß, muss verkleinert werden. Brauche ich ehrlich gesagt nicht die Ressourcen und den Aufwand für meinen Bürgerrat. Das würde ich also dem Bürgerrat eher für grundsätzliche Fragen und nicht für das Alltagsgeschäft Fragen, die sowieso ausdiskutiert haben wollen. Das wäre dann eher eine Frage für eine Bestimmung. Und weil auch noch im Chat, Sie sehen, ich habe ein bisschen in den Chat geschielt, die Frage kam, welcher Partei ich angehöre. Ich gehöre der SPD. Vielleicht ganz kurz dann noch, was wäre denn spontan das Thema, was Sie als nächstes bearbeitet sehen wollen würden von einem Bürgerrat? Was kommt also, Ihnen als? Ja. Ich finde, weil wir beim Klimawandel ehrgeiziger werden müssen, kann ich mir vorstellen, dass Lasten, die etwa bei der Umstellung der Energieversorgung, die wir haben, Stromtrassen, Windräder, Landschaftsbild, alle diese Fragen, die da strittig diskutiert werden, dass das sehr gewinnbringend wäre, wenn es im Bürgerrat zum Thema Zukunft der Energieversorgung geben würde. Okay, danke. Als ein Beispiel, ja. Aber
bitte schreiben Sie jetzt nicht, Fechner forderte Bürgerrat und so, sondern das entscheiden selbstverständlich Sie, da will ich. Ja, okay, machen wir nicht. Frau Dorow, ich noch mal kurz zu diesem eben auch von unten, weil die Frau Erler, die unsere geschätzte Staatsrätin, die hat mal gesagt zu Bürgerräten, sie sind gerade deswegen wirksam, weil sie nicht verbindlich sind, in dem Sinne, dass sie eben eine Beratungsleistung, wie Sie es auch vorhin selber formuliert haben, eine Beratungsleistung an die Politik sind. Ein bisschen würde diese Perspektive dann doch umgedreht werden, wenn wir jetzt sagen, die Bürger können die Bürgerräte anstoßen. Ja, weil es eigentlich ja, es muss eine Offenheit der politischen Ebene dafür da sein, Beratung einzuholen und sie dann auch zu akzeptieren. Wie schätzen Sie das ein, wenn das bei einem Thema, wo vielleicht die Abgeordneten nicht so, nehmen wir doch mal ein wirklich umstrittenes Beispiel, zum Beispiel Wahlrecht, ja, wo die Parteien oft sehr, sehr, sagen wir mal, abschottend sind, weil es eben da wirklich um das große Ganze geht, ja, wie sind die Chancen für welche Partei in ein Parlament zu kommen. Das ist ein Thema, wo die sehr gerne nicht unbedingt offen drüber diskutieren, sondern das wird meistens in den Hinterzimmern ausklamüsert. Glauben Sie denn, wenn die Bürger sagen, wir wollen einen Bürgerrat zum Wahlrecht, glauben Sie, der hätte eine Chance, dann auch Gehör zu finden bei den Politikern und Politikern, die diesen Bürgerrat vielleicht nie wollten? Also ich mache jetzt mal die Rolle rückwärts. Bürgerräte sind qualifiziert angeleitet. Das sind Leute, die sich mit Experten austauschen. Die sind repräsentativ ausgewählt. Warum halten wir die Bürger für dumm? Also ich meine, es geht ja um Wahl. Und dann muss ich natürlich die Gruppen auch reinnehmen. Und dann muss ich diese Kontroverse zulassen. Und wir Parteien müssen uns dann anhören. Also es gibt die Grenze bei Grundrechten, ja, bei Minderheitenschutz, bei Todesstrafe, da gibt es eine Grenze, also da ist ein No-Go. Und da kann ich einen Antrag, also an die Grundfesten der Verfassung rühre man nicht, Punkt. Also das ist die Grenze, wo ich ziehe. Ansonsten, also ich sage, die Qualität der Auswahl ist wichtig, das haben sie immer hingekriegt, das ist auch das entscheidende Kriterium, die Qualität der Moderation, dann ist das ein Input in den Diskurs und wir gewinnen zusätzlich Kompetenz. Also wenn ich jetzt, was mein Auto einen Schaden hat, dann gehe ich auch zum Kfz-Mechaniker. Warum hole ich mir diese Kompetenz nicht? Also, und da aus dem Input was rauszukriegen und vielleicht auch wahrzunehmen, dass Stimmungen anders sind. Im Extremfall muss ich die Politik dann gefallen lassen, ja, wenn die Mehrheiten definitiv das so nicht mittragen wollen, mit gutem Grund, mit dem Diskurs. Den muss man dann aushalten. Das ist dann die Aufgabe, wenn wir in Berlin wären. Aber ich denke, ich glaube, es ist eine ganz andere Art von Kommunikation, wenn man weiß, dass das tatsächlich Gesellschaft gut abbildet. Hundertprozentig werden wir es nie hinkriegen. Und da ist der Kernpunkt für mich wirklich die Qualität dieser Moderation. Das ist das A und O, die präzise Aufarbeitung vom Thema. Also daran hängt es. Und tatsächlich, wenn es super kleinteilig ist, dann können wir unseren ganzen Apparat lähmen. Also wenn wir jede Woche zu jedem Thema eine Bürgerbeteiligung, dann sind wir irgendwann durch. Also es muss schon eine bestimmte Breite an Diskussion, ob jetzt eine Steuererhöhung von 0,3 oder 0,4% in dem Bereich. Also dann wird's zu viel. Aber Grundsatzfragen sind genau da, wo es hingehört. Also. Okay, super. Dann würde ich jetzt sagen, wir öffnen gerne die Runde für Fragen aus der Zuhörerschaft. Johannes, du müsstest mir immer sagen, wenn sich jemand meldet. Ich hatte vorhin schon gesehen, dass die Ute Stahl sich gemeldet hatte, oder? War das ein konkreter Wortbeitrag? Ich habe mich vorhin gemeldet, kurz. Okay. Das war nur zu der Frage hin. Ich wollte noch mal ergänzend dafür sagen, dass wir als Teilnehmer, wir haben dann auch mehr Respekt gewonnen von den Politikern, wie Entscheidungen, wie schwer es ist, auch Entscheidungen zu treffen, dass das Ganze sehr komplex ist und man vieles gegeneinander abwägen muss und zu einem Kompromiss kommt. Aber der Diskurs dann mit den Bürgern und mit den Experten und so weiter, dadurch konnten wir auch zu guten Entscheidungen oder zu guten Empfehlungen kommen. Aber auf jeden Fall haben wir dann auch jetzt mehr Respekt vor den Politikern oder von den Entscheidungsträgern. Und auch wollte noch sagen, viele Politiker sehen das vielleicht als Konkurrenz, den Bürgerrat, weil sie nicht wissen, was es ist. Vielleicht klingt es so wie ein
wie ein Bundesrat oder vielleicht denken Sie dann, dass wir dann eine Institution sind, die quasi dann als gegen das Parlament spielt, oder? Aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen, sondern wir sind dann ergänzend da. Ja. Und dann noch zu mir könnte ich auch sagen, oder zu einigen anderen, dass wir politisch aktiver geworden sind. Dann zum Beispiel in Friesenheim gab es dann auch eine Art Bürgerrat dann oder Bürgerbeteiligung, habe ich mich dann auch noch, oder die Urte war dann auch dann dabei. Also es macht schon aus einem dann einen wirklichen Bürger im Land, der dann auch das Land voranbringen will. Und davor dachten man wird halt nicht gehört und wählt alle 4 Jahre einmal höchstens, sondern das war es dann damit. Aber ich denke, man soll den Bürgern mehr zutrauen. Ich würde gerne noch ergänzen, was Herr Fechner gesagt hat, dass man auch wirklich Geld in die Hand nehmen soll. Die Qualität des Prozesses ist schon sehr wichtig. Also es geht nicht auf die billige Tour. Was vielleicht auch das Wichtigste ist, das Ganze wird ja begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat, der eben auch die Experten auswählt, den Input auswählt, dass das ausgewogen ist, pro contra angemessen darstellt. Und das finde ich ganz enorm wichtig, weil ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen der Bürgerschaft in diesen Prozess. Weil Misstrauen in die Politik haben wir schon genug an allen Ecken und Enden. Und das wäre der Gewinn dieses Instrumentes, wenn wir es schaffen, das so unabhängig von Lobbyismus unbeeinflusst auszugestalten durch wirklich ausgewogene Experteninputs, dass alle Seiten eines Themas beleuchtet werden und dadurch unabhängig eine Meinung entsteht. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Wagnick, gerne, stellen Sie eine Frage. Ich habe es vorhin schon im Chat geschrieben. Mich würde interessieren, ob das nicht auch eine Möglichkeit ist, eben diese extrem teuren Consultants, die da von allen möglichen Ministerien immer eingesetzt werden für alle Themen. Das sind ja Millionen, hunderte Millionen teilweise. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ja. Das könnte man viel besser da in die Bürgerräte reinstecken, ja. Ich glaube, das wäre deutlich effizienter und viel repräsentativer dann und viel besser angenommen, akzeptiert, solche Entscheidungen oder solche Meinungen, die da dann gebildet werden. Ja. Ja, das ist doch mal eine Idee. Dann wäre da gleich ziemlich viel Kapital vorhanden. Könnte man einige Bürgerräte von umsetzen. Gibt es da direkt Reaktionen drauf? Alex, wolltest du? Sonst sag ich, also da haben Sie vollkommen recht, was da Millionen. Entschuldigung, Alex, bitte. Nein, kein Problem, Johannes. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt Herrn Fechner geduzt, weil wir beide zusammen in derselben Fraktion im Kreistag in Emmendingen sitzen und von daher natürlich auch auf dieser Ebene politisch zusammenarbeiten. Der Name habe ich mir gerade nicht gemerkt, mein Vorredner zu den Consultants. Das habe ich ja auch mit den Lobbyorganisationen angesprochen. Da verpulvert aus meiner Sicht die Bundestagsverwaltung unendlich viel finanzielle Ressourcen, die bei den Menschen viel besser aufgehoben wäre. Ich möchte gerade noch anstoßen mit Blick auf den Klimawandel und die Veränderungen in der Industrie. Als Betriebsrat habe ich den ganz großen Wunsch, dass wir auch Bürgerrat oder ich nenne es Transformationsräte bilden können, wo nicht nur die Chefs entscheiden und vielleicht noch ein Betriebsrat kämpfen muss mit dem Management, sondern wirklich die Belegschaften, die Gewerkschaften und auch die Bürger, die gehören da auch dazu, gemeinsam diskutieren können, wie bauen wir unsere Wirtschaft eigentlich um, dass sie zukunftsfähig wird und nicht die Erde weiter zerstört. Ja, danke, Herr Fechner. Sie wollten auch noch was dazu sagen, oder? Gerne. Also zumindest kurz, es ist in der Tat auch für uns Parlamentarier unfassbar, dass wir beim Geld im Haushaltsausschuss, bei den Haushaltsberatungen genau hingucken, wofür geben wir das Geld aus. Und dann sehen wir, wie manche Ministerien Consultants und Projekte, die wirklich Millionen Euro rausblasen. Das hat uns massiv geärgert. Und eine Konsequenz wird sein, dass wir in den Haushaltsberatungen
in der nächsten Wahlperiode da viel genauer hinschauen und den Ministerien die Haushaltsziele dann eben streichen oder zumindest deutlich begrenzen. Deswegen kann ich für meine Partei sagen, dass wir da, wie es Frau Stahl gesagt hat, ordentlich Geld in die Hand nehmen. Wenn das Projekt gelingen will, dann muss es wissenschaftlich begleitet werden, dann muss da Personal eingestellt werden. Ich habe, als ich 1994 Gemeinderat geworden bin, in Emmendingen einen Jugendgemeinderat gegründet. Der lief 2 Jahre super, weil die Stadtverwaltung Personal und Geld und ein Budget zur Verfügung gestellt hat. Dann hat es nachgelassen und dann hat es schnell aufgelöst. Das war für mich so ein ganz lokales Beispiel, dass einem Demokratie auch Geld wert sein muss. Ja, vielen Dank. Also, ja, Frau Dorow, gerne. Kann ich nur unterschreiben, gleiche Erfahrung in La. Da hängt es unheimlich davon ab, ob der Mitarbeiter gerade Zeit hat, ob er die zeitlichen Ressourcen hat, also auch Jugendgemeinderat. Wenn ich Zeit und Energie reinstecken kann und dieses Gremium gehört wird, dann bewegt sich plötzlich ganz viel. Und dann ist von mir auch jemand nur in Mutterschaft oder sonst was und plötzlich, also ich brauche solche Systeme, Begleitung und das ist Aufwand und ich glaube, es ist immer wert, weil was wäre uns jetzt, ob das jetzt, ich bin auch noch für den Beirat für Belange von Menschen mit Behinderung zuständig, wenn wir die Leute nicht beteiligen, die es tatsächlich betrifft, was ist denn dann wert? Und das ist anstrengend für eine Verwaltung, ja, oder für einen Bundestag, aber also ich kriege sonst diesen Blick eben nur aus der Nische, den ich eben nur haben kann. Also das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Und Qualität ist das A und O von sowas. Und Qualität kostet auch Geld. Ich brauche da gute Leute, ich brauche Ressourcen und ich brauche auch Zeit, ja, um für diesen Prozess. Da muss nicht einfach runtergewickelt werden. Ja. Und das ist ein Aufwand, den man fair erfahren kann. Und ich glaube, das reißt dann wirklich nicht raus. Also das sage ich jetzt so. Also wir geben für viele Dinge, wenn wir da in Qualität investieren. Und dann haben die andere, die Entscheidungen, die man dann treffen kann, ja auch eine ganz andere Basis. Und ich glaube, das brauchen wir tatsächlich, um diesen Strukturwandel gemeinsam, miteinander, egal jetzt, wer wo hier kommt, wir kriegen das nur als eine Bürgerschaft hin. Mit irgendeiner hauchdünnen Mehrheit und die andere Hälfte sagt, ihr seid Idioten. Also sage ich jetzt so platt, kriegen wir das nicht hin, sondern und genau dafür, für solche Richtungsänderungen brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens und dafür ist das ein perfektes Mittel. Wow, also ich muss ja sagen, wenn ich Ihnen allen hier heute zuhöre, dann habe ich ja echt, also dann steigt meine Hoffnung wieder sehr stark an, dass wir tatsächlich Bürgerräte so bekommen, dass sie wirklich einen Unterschied machen können. Weil diese Geldfrage ist ja dann oft, ja, Beteiligung ja, aber dann auch noch Geld dafür zahlen. Aber das ist wirklich sehr toll, dass das hier so glasklar auch begründet argumentiert wird, warum das nicht so sein kann und warum wir da auch wirklich Geld in die Hand nehmen müssen. Es gab noch eine Frage im Chat, die ein bisschen auch an Herrn Fechner gerichtet war. Erstmal ein Lob und dann, also auch wegen Ihrer konkreten Forderungen in Bezug auf Bürgerräte, und dann wurde gefragt, was Sie denn für Anforderungen haben, was die Auswahl der Expertinnen anbetrifft, weil tatsächlich ja die Expertinnen ja in so einem Verfahren einen recht großen Einfluss haben. Haben Sie da konkrete Vorstellungen, wie man sicherstellen kann, dass dort nicht zu sehr gebiased wird? Ich meine, ich gehe davon aus, Sie meinen jetzt Experten, nicht die Experten, die wir in die Gesetzgebung mit einbeziehen, sondern die mit den Bürgerräten dann zusammenarbeiten. Genau, ja. Da ist natürlich klar immer die Gefahr, wenn Experten einseitig ausgewählt werden, dass dann die Meinungsbildung in einem Projekt beeinflusst wird. Vielleicht nicht mal mit böser Absicht, aber das ist sicherlich so. Auch das ist ein Punkt, wo Bürgerräte dann schon frühzeitig in die Organisation eines Bürgerrates mit einbezogen werden müssen. Da muss einfach dann die Bundestagsverwaltung, die da am Zug ist mit der Organisation, verpflichtet sein, bei bestimmten strittigen Themen das ganze breite Meinungsfeld, was es von Experten dazu gibt, einzuladen und jedem gleichrangig dann auch die Möglichkeit zu geben. Das ist manchmal ganz schön anstrengend. Ja, also allein in der Corona-Pandemie, da kriegen Sie zu einem und demselben Sachverhalt. Ich bin jetzt nur Jurist, kein Naturwissenschaftler. Aber da kriegen Sie verschiedene Einschätzungen, Meinungen, Forschungsergebnisse, die Sie dann bewerten müssen.
Das ist nicht ohne. Aber für mich ist es klar, dass das Job der Bundestagsverwaltung wäre, breit die Experten einzuladen und wenn es aus der Mitte der Bürgerräte dann den Wunsch gibt, noch weitere dazu zu holen oder etwas zu vertiefen, dann muss das selbstverständlich möglich sein. Super, daran anschließend vielleicht noch, Herr Kortes, nehmen Sie gleich dran, er könnte in einer letzten Abschlussrunde, gleich sind wir nämlich schon am Ende, aber jeder von Ihnen hat nochmal die Chance, ja, für eine Abschlussrunde. Anschließend an diesen Sachverhalt hatten wir ja auch die Forderung von Mehr Demokratie, dass es eine unabhängige Koordinierungsstelle gibt, dass man das auch ein bisschen aus der Bundestagsverwaltung vielleicht rausnimmt, sondern wirklich eine zentrale Stelle nur für Bürgerräte einrichtet, die eben dann auch ja, wirklich aus diesem Verfahren lernen kann, das immer weiter verbessern kann und eben genau für solche Dinge wirklich zuständig ist und da ein starkes Augenmerk drauf merken, sodass das nicht in der sonstigen Arbeit der Bundestagsverwaltung untergeht. War das eben eine Idee, ob man da eine externe, unabhängige Stelle einrichten kann. Aber genau, das können wir gleich nochmal mit in die Schlussrunde nehmen. Herr Kordes, gerne noch eine Frage von Ihnen. Ja, das passt vielleicht ganz gut dazu. Diese Koordinierungsstelle ist ja für den Gesamtbund und ich melde mich hier aus Niedersachsen und wir gucken ja ganz sehnsüchtig nach Stuttgart, mal zu dieser Stabsstelle für Bürgerbeteiligung. Und deshalb wäre meine Frage an die drei Abgeordneten nochmal, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit dieser Stabsstelle Bürgerbeteiligung. Und mir ist nochmal wichtig, ich war ganz schockiert von, als ich gehört habe, dass sie das Amt niedergelegt hat. Also ich hatte immer die Information, dass sie in Rente gegangen ist, weil sie 75 ist und habe nochmal geguckt. Und seit dem 22. Juli steht ja in der Süddeutschen Zeitung, dass Frau Bosch jetzt die Nachfolgerin geworden ist. Und hurra, das finde ich gut, dass es weitergeführt wird, diese 10 Jahre erfolgreiche Arbeit. Und ich würde mir sowas für Niedersachsen wünschen und werde mich auch dafür einsetzen, dass das gemacht wird. Ne? Und man sieht jetzt schon an den ganzen Bewegungen, überall entstehen Bürgerräte, dass das nicht untereinander koordiniert ist und so, dass man ja doch relativ schnell Copy und Paste machen kann und kann auf vorhandenen Bürgerräten aufsetzen und den nächsten gründen auf den verschiedenen Ebenen. Und insofern würde ich mir das einfach wünschen, so eine Stelle zu haben hier in Niedersachsen. Frage nochmal, welche Erfahrungen haben Sie alle drei mit dieser Stabsstelle Bürgerbeteiligung gemacht? Dankeschön. Okay, super. Ich, bevor ich jetzt in die Abschlussrunde gebe, wollte ich noch mal kurz den Punkt von vorher aufnehmen, der von dem Teilnehmenden aus dem Bürgerrat gemacht wurde, dass wirklich ein großes Potenzial, der daran auch liegt, dass die Menschen sich so aufgeweckt fühlen. Ja, weil das zu hören, oder? Dass die Menschen nach einem Bürgerrat plötzlich sich verantwortlich fühlen für die Gesellschaft und sagen, oh, ich bin da auch wichtig. Ich meine, wenn wir sehen, dass das erst durch den Bürgerrat bei den Menschen passiert, dann sehen wir ja, was für ein unglaubliches Potenzial wir liegen lassen, ja, wenn wir den Menschen diese Selbstwirksamkeitserfahrung weiter verweigern. Ich denke wirklich, dass es für die Demokratie teilweise wirklich eng werden könnte, ja, wenn die Menschen sich nicht aktiver mit ihr verbinden können. Ja, und das ist eben eigentlich einfach dieses große Ziel, erstmal der Bürgerräte Vertrauen wieder aufbauen, Zuversicht in die Demokratie, Selbstwirksamkeit stärken. Und genau, jetzt gebe ich gerne an Sie alle für eine Schlussrunde, die ich gerne so machen würde. Sie können noch mal auf kurze Punkte eingehen. Und ganz am Ende bräuchten wir einfach einen Satz von Ihnen zu diesem Thema Bürgerräte. Einfach einen Satz, der ausdrückt, was Sie zu diesem Thema empfinden. So, damit wir das noch mal ganz kondensiert zusammengefasst haben. Das wäre schön, wenn das möglich wäre. Wer möchte anfangen? Bitte freiwillig vor. Keiner möchte? Kann das schon machen als Dienstältester. Vielleicht noch kurz zur Frage der Stabsstelle Baden-Württemberg. Ich fand das sehr spannend, ich fand es gut. Ich glaube, für die Bundesebene wäre es zu wenig Personal gewesen, aber auf Landesebene fand ich das einen guten Einstieg. Dort ist gute Arbeit geleistet worden, und zwar so gute, Herr Kordes, dass ich meinem Freund Boris Pistorius, dem Innenminister von Niedersachsen, gerne nochmal eine E-Mail schreibe mit den Vorzügen, dass Sie das dann auch in Niedersachsen bekommen. Sage ich Ihnen zu, Herr Kordes. Was die, vielleicht noch ein Satz, was Sie gerade ansprachen, dass Menschen sich wieder als politisch empfunden haben und sich eingebracht haben, und auch von Stahl haben wir gehört, dass eine gewisse Politikverdrossenheit da sein. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass
die ursprünglich vom Grundgesetz vorgesehenen Parteien nicht mehr die Bindungskraft haben, auch nicht Verbände wie der Mieterverein oder der Naturschutzbund immer nur Teilinteressen abbilden. Und deswegen braucht es, jetzt komme ich zum Schlusssatz, Bürgerräte für eine moderne Demokratie. So platt sich der Satz anhört von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, der ist wichtiger denn je, wenn die großen Herausforderungen, die mit weitreichenden Entscheidungen verbunden sind, bei der Bevölkerung ankommen und akzeptiert werden sollen. War zu lang, ne? Aber okay. Ach, das ist schon in Ordnung. Danke, Herr Fechner, vielen Dank. Dann, Herr Kautz, schließen Sie an, dann hat die Dame das Schlusswort. Okay, kurz noch auf Herrn Gordes einzugehen. Ich habe keine direkte Erfahrung mit der Stelle in Stuttgart. Ich kann aber sagen, dass ich einfach als Bürger auch Frau Erler in der Vergangenheit einfach als sehr wohltuende Politikerin wahrgenommen habe, wo ich den Eindruck hatte, da kommt ein Stück weit das an, was dich bewegt, und sie versucht da auch uns Möglichkeiten zu eröffnen. Insofern habe ich dann doch wieder eine positive Erfahrung gemacht und wünsche Ihnen für Niedersachsen, schließe mich Johannes Fechner an, dass das auch kommt und ich bei meinen linken Genossen in Niedersachsen auch sagen habe, zu kämpfen, dass diese Institutionen geschaffen werden. Schlusssatz, Bürgerräte sind augenblicklich ein kleiner, aber enorm wichtiger Schritt zur Verbesserung unserer demokratischen Verfasstheit. Und ich habe ganz, ganz große Hoffnung, dass dadurch in unserer Gesellschaft auch die Diskussionskultur untereinander wieder deutlich besser wird, als sie in den letzten Jahren in uns einfach stattgefunden hat. Vielen Dank für den informativen und tollen Abend mit Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kautz. Das war doch schon ein Stück kürzer vom Satz her. Mal schauen, ob Frau Dorof kürzer werden kann. Ich weiß, es ist viel verlangt von Politikern, kurze Sätze zu erfragen. Frau Dorof, bitte, Ihr Abschlussstatement. Dann ganz kurz. Ich glaube, die zukünftigen Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen, und dafür sind Bürgerräte ein wichtiges Instrument. So kürzer geht's nicht. Wow, super. Dann bleibt mir jetzt noch Ihnen allen zu danken. Es wurde nochmal nachgefragt, wieso meine Hoffnungen gewachsen sind. Ich muss echt sagen, ich finde es total toll, dass wir jetzt vor der Wahl die Chance haben, hier mit Kandidierenden so zu sprechen und wirklich ihre persönliche Meinung dazu kennenzulernen, wie wichtig sie das Thema Bürgerbeteiligung schätzen, wie hoch sie wirklich die Wichtigkeit einschätzen. Und das ist schön zu hören, dass hier die Diskussion so weit fortgeschritten ist, dass wir uns wirklich Hoffnung machen können, dass es dieses Mal einen Fortschritt gibt, vielleicht auch wirklich schnell nach der Wahl, so dass wir wirklich auch relativ bald diese großen Zukunftsfragen, die alle über uns hängen, wie teilweise leider schon recht dunkle Regenwolken, dass die angegangen werden können und dadurch auch ein bisschen die Angst und diese Unsicherheit, die natürlich vor diesen großen Veränderungen da ist, dass die vielleicht ein bisschen genommen werden kann, indem wir zeigen können, es wird Wege geben, die versuchen, keinen zurückzulassen, weil ich denke, genau, das ist für unsere Gesellschaft wohl die große Herausforderung, nicht nur die Probleme anzugehen, sondern sie als Gesellschaft gemeinsam anzugehen, ohne große Teile davon zurückzulassen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Austausch hatten. Ich hoffe, dass, wenn Sie ins Parlament gewählt werden, Sie sich an diesen Austausch erinnern und das Thema Bürgerräte wirklich hochhalten, und wünsche Ihnen jetzt noch eine tolle Wahlkampfzeit mit vielen spannenden, erlebnisreichen und schönen Eindrücken und Austauschen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier bei uns waren. Einen schönen Abend. Tschüss. Gerne doch. Einen schönen Abend auch noch einmal zurück. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke. Dankeschön. Tschüss.